Ja, salut, bienvenue, mes amis, hier ist wieder Kurs Filmwelt. Und heute gibt es mal keine Filmreview, sondern ich dachte mal, ich möchte euch eine Dokumentation an den Mann bringen, die mir gestern aufgefallen ist, durch einen Zufall allerdings nur, wo ich auch gleich darauf komme, wie ich darauf gekommen bin. Ja? Und von daher dachte ich, ja, die hat mir sehr gut gefallen und ich denke, auf Kurs Filmwelt ist es vielleicht auch mal an der Zeit, dass ich nicht nur mal Filme oder manchmal auch Serien reviewe oder euch so ja ans Herz legen möchte, sondern auch vielleicht mal, wenn es interessant ist, Dokumentationen halt über Schauspieler oder auch Sänger, die Schauspieler waren oder Schauspieler, die Sänger wurden irgendwann. Und ja, mit der gestrigen Dokumentation, die ich durch Zufall entdeckt habe, ich habe also nicht direkt danach gesucht, sondern wirklich bin nur durch Zufall aufmerksam darauf geworden, dachte ich mal, mache ich mal einfach. Ja, mal sehen, ob das Genre gut auch ankommt bei euch. Wie gesagt, wenn es hier auf Kurz Filmwelt Dokumentationsempfehlungen gibt, dann halt dann immer nur über Schauspieler oder wie eben schon gesagt, ja, singende Schauspieler oder sonst was. Gut, wie erstmal Vorgeschichte bin ich darauf gestern gekommen, ja, euch die Story jetzt hier zu erzählen, kurz mal so. Ich versuche mich so kurz wie möglich auch zu halten, denn ihr sollt ja noch einen Anreiz bekommen, die Doku dann zu schauen, wenn ihr dann mögt. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ja, wie immer wieder mal Kulle, ja, irgendwo hier ja, YouTube-ähnlichen Gefilden unterwegs gewesen, weil ich mal dachte, mal sehen, wo es noch überall tolle Filme zu sehen gibt, die vielleicht irgendwann auch mal so gut sind, dass ich sie mal wieder hier reviewen kann und so. Gut, ja, da war ich also so auf YouTube-ähnlichen Seiten dann und habe tolle Filme wirklich gefunden und so. Und darunter war auch zum Beispiel, also da waren also gemischte Filme, ja, und englische, amerikanische und deutsche auch. Ja. Naja, ihr wisst ja so mit der Zeit, ihr kennt mich ja mittlerweile ziemlich gut in der Hinsicht. Mit deutschen Filmen habe ich es seit Jahren überhaupt nicht mehr, ja. Also mit deutschen Filmen kann man mich wirklich jagen, wenn mich jetzt jemand jagen will, ja, und sagt, du bist ja doof, ja. Der deutsche Film ist qualitativ wertvoll hoch, ja. Na gut, ja, jeder kann so seine eigene Meinung ja dazu haben. Ich finde, dass der deutsche Film immer mehr absackt seit den letzten Jahren oder sogar schon Jahrzehnten. Gut, sei mal jetzt dahingestellt, darum geht es ja heute nicht. Ja, heute, wie gesagt, möchte ich das sehen von einer Dokumentation. Und wie gesagt, ich bin jedenfalls gestern bei meiner Recherche war so durchgeschaut, schöne Filme, finde ich da welche, mal sehen, ja. Und da war plötzlich hier, konnte ich mich auch daran erinnern, dass ich schon mal gesehen haben muss, die Konsequenz von 1977, hier mit Jürgen Prochnow und mit Ernst Hanawalt. Ja, also die haben die Hauptdarsteller dort gespielt. In die Konsequenz. Ist ein Schwarz-Weiß-Film übrigens, scheint sehr interessant zu sein, dachte ich auch mal so, als ich mich die Beschreibung zum Film gelesen habe, die Konsequenz, da stand autobiografische Anzüge, ja, also nicht Anzüge, die anziehen, ja, sondern irgendwie so, ja, irgendwer hat da mit seine eigene Kindheit und Jugend irgendwie verarbeitet. Ja, war der Regisseur. Also müsste ich jetzt lügen, ja, möchte ich aber nicht. Dachte, oh, ja, ist ja vielleicht mal ganz interessant, obwohl ich ja deutsche Filme, wie gesagt, dachte ich aber autobiografisch. Ihr wisst ja, ich habe einen Hang zu autobiografischen Verfilmungen, ja, oder ist nach wahren Begebenheiten zumindest. Ja. Gut. Und dann dachte ich, ach so, ja, man, den einen kennst du da ja auch, ja, irgendwie so aus Derek oder der Kommissar von damals irgendwie so, ja, so Krimi-Serien halt damals in den 70ern waren ja sehr beliebt und haben sich ja auch lange gehalten. Ja, und dachte ich, ach, wie heißt denn dieser Typ da, dieser ganz Junge, der neben Jürgen Prochnow gespielt hat? Ach, Ernst Hanawalt, ja. Leute, bitte nicht jetzt in Verwechslung bringen, ja, mit Sven Hanawalt. Die sind auch im Übrigen nicht miteinander verwandt, ja. Also hier nicht den Skispringer oder was das, was Sven Hanawalt ist, glaube ich, Skispringer. Ne? Also bitte nicht den Sportler mit dem Schauspieler verwechseln. Es geht wirklich um Ernst Hanawalt. Der sah eigentlich für 1977 so recht schnuckelig aus, ja. Also muss ich sagen, hat so ansprechende, sehr ansprechende Augen gehabt, auch so die Frise, wie in den 70ern so war, ja, so ein bisschen so wie, naja, so
halbstark kann man jetzt nicht sagen, aber so länger und so, ja, wie eben die Jugend damals so rumlief, dachte ich, ja, ist ja was ansprechend. Ja. Und habe dann mal einen Trailer geschaut, wegen der Konsequenz, dachte, aha, ja, sehr interessant. Muss ich mal merken, haben wir gleich gespeichert, ja, in meine ja, Playlist, kann man so sagen, die man so in seinem Browser drin hat, ja. Gut, dann dachte ich, was macht der Ernst Hannawald jetzt eigentlich heutzutage, ja? Wie alt ist der überhaupt? Ja, wie konnte dann erfahren, dass er wohl 1959 in Oberbayern, 1959, ja, 1959 in Oberbayern geboren ist, ja. Gut, dachte ich, super. Ist ja noch jünger als meine Mama, ja, eigentlich wäre. 3 Jahre, super, dachte ich, ja. Naja, okay. Jetzt habe ich aber dann so ein bisschen rumgegoogelt. Wollte mal wissen, was er heute noch so macht und so, weil interessiert mich dann immer sehr. Und wie gesagt, ja, also ist auch ein ziemlich großer, naja, so teilgroß, ja, von Wiki hier netter Eintrag gewesen. Da wurde dann halt nur eigentlich geschrieben in den ersten beiden Absätzen, wie er eigentlich zum Film gekommen ist, wie er entdeckt wurde. Also er wurde ja direkt entdeckt, er hat, glaube ich, keine Schauspielschule also besucht oder so, sondern ist entdeckt worden mit, 1977 halt, für die Konsequenz, ja, weiß gar nicht, wie alt er dann war, ja, irgendwie so 19 oder so, ja, 19 vielleicht, könnte sein, ja. Doch, ja, sehr nett, ja. Aber dann bin ich allerdings aus allen Wolken gefallen und konnte mich dann auch leicht wieder daran erinnern, dass ich das schon mal gelesen habe, irgendwann vor zig Jahren. Und zwar, schlimm, Leute, wirklich schlimm, dachte ich, was war denn das für ein Chaot? So denkt man erstmal, wenn man sich nicht mit den Menschen befasst, ja, und einfach nur liest, ohne was über die Menschen zu wissen. Ich möchte das auch gerne mal hier zitieren, ich habe hier extra mein Handy mal, weil das kann ich mir jetzt nicht alles so direkt merken. Da habe ich gedacht, okay, ich zitiere jetzt mal eine Kleinigkeit aus Wikipedia-Eintrag, ja. Also Zitat Anfang, denn das hat mich wirklich dann umgehauen, meine Lieben. Und damit habe ich gedacht, naja, das sehe ich dann weiter, ja, was ich dann gedacht habe. Okay, und zwar war dann, also wie gesagt, er wurde ja entdeckt für den Film und hat dann auch mehrere Filme gemacht. Und auch übrigens unter Wolfgang Petersen und alles, ja. Und dann kam dieser bestimmte Absatz, der wirklich krass ist, also Zitat Anfang bitte, von Wikipedia, 1986. Verursachte Hannawald einen Autounfall auf der Münchner Leopoldstraße, bei dem seine damalige Verlobte Lucy und 2 Freunde ums Leben kamen. Autounfall, Zitat Ende. Ja. Autounfall, dachte ich. Tot die beiden, also die Freunde da, ja, alle tot anscheinend. Und Ernst Hannawald war selbst auch nach diesem Autounfall sehr schwer verletzt oder bei diesem Autounfall sehr schwer verletzt worden, war dann im Koma erstmal eine Weile, ja. Ja, meine Güte, ja. Und da der sowieso so ein bisschen, so 70er Jahre typisch aus, ja, so jugendlich und so, ja, so ein bisschen. Man sagt auch, man hat ihn ein bisschen so mit James Dean immer irgendwie verglichen anscheinend, ja. So ein bisschen raufbeutig aus, aber trotzdem auch irgendwie lieb oder so, sah der schon aus. Aber man wusste schon irgendwie so, der hat es auch mal krachen lassen, ja. Und deshalb, im wahrsten Sinne des Wortes dann leider, nun habe ich als ersten Gedanken gehabt, na, war da vielleicht Alkohol oder irgendwelche sonstige Substanzen im Spiel, ja. Wenn man so einen Verkehrsunfall, wo alle plötzlich, was denn da passiert, ja. Könnt ihr dann noch mal gerne auch nachlesen, möchte jetzt nur diesen Teilausschnitt mal als Zitat gebracht haben, da mich das echt umgehauen hat, ja. Nee, es war dann so, dass er ja selbst schwer verletzt war und dass eigentlich ein anderer Unfallverursacher er hat ihm die Vorfahrt, glaube ich, genommen und war wohl ein alkoholisierter Autofahrer, der mit 100 km/h da irgendwie oder über 100 km/h über die Münchner Leopoldstraße da gedüst ist, ja, und Hannawald da voll erwischt hat, also sein Auto und eben die Insassen somit, ja, und das ist natürlich tragisch, ja,
Dass da irgendwie was mit Drogen oder da schon mit Alkohol im Spiel war, habe ich nicht von gelesen oder vernommen. Ist auch nicht sehr großartig hier beschrieben, tatsächlich auf der Seite, wo ich gerade zitiert daraus habe. Naja, ne? Aber nächster Abschnitt hier war dann, also ist schon krass, ne? Waren die da zu viert im Auto, alle tot und Hanna war schwer verletzt mit Koma in Folge. Ja. Naja, wie gesagt, meine Lieben, musste ich immer schlucken. Das ist Donnerwetter, ja, also irgendwie. So, dann aber das nächste war dann der nächste Absatz, auf den ich wirklich mal kurz auch nochmal eingehen will. Ja. Wird dann hier weitergeschrieben, beschrieben von Wikipedia, muss ich jetzt sagen, weil ich Zitat nochmal mache, Zitat Anfang. Denn aufgrund, weil dieser Autounfall so extrem schlimm war und die Folgen absolut, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man, gut, er hätte da auch was, er hat da auch was gemacht, von wegen Fahrkünste, ja, was man jetzt nicht unbedingt hätte machen sollen. Ja, aber lasst euch mal da, das wird in der Dokumentation auch sehr deutlich dann angesprochen von Ernst Hannawald selbst. Also ist sehr, man sagt, naja, wenn du dir das mal erspart hättest, ja, dann wäre das nicht passiert. Aber wie es manchmal so läuft im Leben. Jedenfalls sehr schockiert war ich darüber und tat mir auch wirklich für alle Beteiligten da leid. Ja. Und dann kam eben dieser Abschnitt eben dann hier, was ich gerade noch zitieren möchte. Er war so dermaßen natürlich schockiert und auch hat sich selbst natürlich enorm die Schuld an diesem Unglück auch gegeben, dass er hat den Tod seiner Freunde, also generell und seiner Verlobten, die er wohl ganz abgöttisch geliebt hat, also war wohl die erste große Liebe, überhaupt nicht gut überwunden und überstanden, ja, so ein Ding mit so einem Crash und mit solchen, ja, mit solchem Ausmaß, in solchem Ausmaß kann man auch nicht wirklich verdauen, ja. Und infolgedessen wohl soll er dann wirklich zu Drogen gegriffen haben und eben stark auch mit Alkohol dann hantiert haben in der nächsten Zeit. Und naja, die Aufträge wurden zu der Zeit auch weniger, ja, also jetzt filmisch, serientechnisch und so. Und er hat dann, er musste ja seine Drogensucht dann irgendwie finanzieren. Meine lieben Leute, ja, es ist, wie es ist, hat er, und das muss auch in der Presse damals, auch im Fernsehen und so überall gezeigt worden sein, er hat 1900, lass mich jetzt mal nicht lügen hier, 1998, ja, 1998, hat er dann eine Bank und eine Postfiliale, laut Wikipedia Postfiliale, überfallen, um an Geld zu kommen, damit er sich die Drogensucht finanzieren kann. Naja, ist jetzt auch nicht, aber was macht man, wenn man so fertig ist und auf sonst welche Substanzen, ja, dann kommt es natürlich zu solchen merkwürdigen Taten dann. Da muss ich übrigens sagen, laut Dokumentation dann, die ich dann gesehen habe, es war nichts vom Postfiliale zu hören, ja, in dieser Dokumentation. Es sollen laut eigener Aussage zwei Bankfilialen gewesen sein. Also hier in Wikipedia steht ja Bank sowie Postfiliale und Postfiliale. Ja. Naja, also da hat man es wahrscheinlich wieder nicht richtig hier mit der Wahrheit zu genau genommen. Auf dieser netten Webseite hier. Naja, gut, aber der Fakt ist ja trotzdem da. Ja. Also er hat zwei Filialen überfallen, wie gesagt, und hat das rauf dann auch eine fünfjährige Freiheitsstrafe wirklich bekommen, die er dann auch absitzen musste, teilweise, ja, wegen guter Führung wurde er dann nach 2,5 Jahren, glaube ich, entlassen. Aber er hat während dieser Haftstrafe dann auch in der Psychiatrie gesessen. Also die haben ihn in der Psychiatrie eingewiesen auch, weil er ja eben wahrscheinlich wegen Drogen und so und nicht zurechnungsfähig vielleicht war. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, hat mich sehr, ja nicht schockiert, aber sehr mitgenommen, war da sehr,
Also habe da sehr aufmerksam dann zugehört bei der Dokumentation. Denn spätestens nachdem ich das hier gelesen hatte, dachte ich, wäre ja mal interessant, mal eine direkte Dokumentation über Ernst Hannawald mal zu machen. Ja, irgendwie. Also, oder hat er vielleicht mal irgendwo einen Podcast mit irgendjemandem auf YouTube gemacht oder so. Dachte, mal sehen, ob es sowas gibt. Dachte, naja, macht ja heute eigentlich noch großartig, weil ja, er macht sogar heute, schreibt Bücher und sowas alles und macht sogar manchmal noch hier Serienauftritte und so. Also irgendwie macht er schon noch viel, ja. Ist er jetzt auch schon über 60. Aber ich dachte, irgendwie filme ich vielleicht mal irgendwie eine Dokumentation. Ist das möglich? Ja, meine Lieben, ja, Nicole will das dann genau wissen. Naja. Tatsächlich, ja. Hab dann auf meinem Browser hier rumgetippt, da, wo finde ich das? Da habe ich eine Vorschaubild gekriegt. Da stand nur 0,20 Sekunden, ja, also 20 Sekunden irgendwie. Dachte, naja, ist ein Trailer, ja, kann man schon mal sehen, wie die Sache heißt und kann die vielleicht mal irgendwo suchen und finden. Leute, was soll ich sagen? Klicke ich auf den vermeintlichen Trailer darauf, ja, werde ich dazu AD-Mediathek da weitergeleitet, denke so, naja, guck mal, 20 Minuten, 20 Sekunden Trailer, ja. Geht das aber weiter, ja, denke so, aber jetzt müsste der Trailer aber ja schon längst mal vorbei sein, ja. Dann gucke ich so ganz verdutzt, ja, so nach rechts da, da steht ja mal die Zeit, wie lange das Ding geht, 45 oder 46 Minuten, dachte ich, sag mal, ist das die gesamte Dokumentation? Ja, war es die gesamte Dokumentation, Leute? Ich war ja happy, ja, weil er hat mich wirklich interessiert, mal über den mehr zu erfahren, denn ich befasse mich schon gerne mit Menschen, wenn ich weiß, dass sie irgendwelche besonderen Schicksale hatten und möchte natürlich auch niemanden verurteilen. Ja, der hat dies und das gemacht und hätte er ja wissen müssen, als ich ihn beachte, der. Also, nein, ich möchte dann schon gerne mich damit auseinandersetzen, wie es eigentlich dazu kam. Und weil irgendwas muss leider schiefgelaufen sein, an sich, oder wie ging es weiter, ja, interessiert mich dann, ja, möchte einfach immer über die Menschen gerne Bescheid wissen. Leute, wie ihr auch schon im Titel meines Videos hier seht, also hier unter dem Video, im Titelchen, ja, es geht um die Dokumentation Ernst Hannawald, krasser als jeder Film, ja, also wirklich, das hätte wirklich ein Kriminalfilm sein können, par excellence, ja, was er aber wirklich was ihm wirklich passiert ist. Und es geht ja nicht nur darum, meine Lieben, dass das jetzt mit dem Unfall nur passiert ist und dass eben diese diese Bankfilialen von ihm da überfallen wurden. Darum geht es ja nicht nur. Ich bin ja dann aus einem Wolken gefallen, meine Lieben. Ja. Unglaublich. Ernst Hannawald ist wohl, also 1959, ja, in Oberbayern ja da, wohl als fünftes von 8 Kindern. Insgesamt 8 Kinder, also 7 Geschwister plus er. Ja. Er ist als fünftes Kind von 8 Kindern geboren worden, also 1959. Und Leute, also da fing auch die Dokumentation so an. Also die ist wirklich chronologisch so richtig schön von vorne nach Ende gegangen. Ja. Also. Und also Leute, wenn ich da gehört habe, was ich da gehört habe. Schrecklich. Also er hat so eine, er und seine Geschwister vielmehr haben solch eine miese Kindheit gehabt. So schrecklich, das wünscht man niemandem. Ja. Was da genau passiert ist, möchte ich jetzt nicht vorgreifen, denn die Dokumentation könnte es nicht besser beschreiben durch Ernst Hannawald selbst. Da müsste er wirklich, weil er auch sehr emotional reagiert, also seelisch, dann bei dieser Aufarbeitungssache, zu dieser Dokumentation, sehr sympathisch, muss ich sagen. Er tat mir unendlich leid, da muss ich wirklich sagen, also solche Eltern, wie die Kinder hatten, schrecklich. Ja? Da wünscht man sich lieber, elternlos zu sein, ich muss wirklich so sagen. Denn die Eltern waren nie da, besonders die Mutter nicht. Und der Vater, wenn er da war, manches gehoben, ja, und dann die Kinder, so viel kann ich vielleicht schon mal sagen, um euch auch ein bisschen schmackhaft vielleicht zu machen, die Kinder wirklich geschlagen, ja, man kann schon sagen, misshandelt wurden alle Kinder dort. Und Ernst Hannawald war da ja noch sehr klein, also vielleicht so 4, 5 Jahre, ja.
irgendwann, das kann man vielleicht noch sagen, zur Dokumentation ist dann tatsächlich die Polizei ging da ein und aus, ja, weil immer die Nachbarn die Polizei gerufen haben, weil natürlich Schreie aus dem Haus da kamen, wo die da gewohnt haben. Und irgendwann stand mal das Jugendamt vor der Tür, ja, und hat gesagt, wir nehmen die Kinder jetzt mit. Jo, eigentlich hat das auch niemanden interessiert im Großen und Ganzen, ja. Also die Kinder wollten natürlich trotzdem nicht weg, aber war besser. Ne? Naja, und dann beginnt wirklich von klein auf bis in die Jugendjahre wirklich ein Martyrium durch verschiedene Heiminstanzen und irgendwelche kirchlichen Heime, ja, die ganz schrecklich auch mitunter gewesen sein sollen, ja. Und dann irgendwann passiert dann noch was privat dann, als er seine Schwester vor Schlägen der Stiefmutter dann noch schützen wollte. Kam wieder die Polizei oder so, ja, und haben den Jungen, also Ernst Tannerwald, als gemeingefährlich eingestuft, obwohl er sich nur schützen wollte und vor allen Dingen seine Schwester, und haben ihn infolgedessen in eine psychiatrische Anstalt gesteckt für mehrere Jahre. Und er hat dann wirklich auch gesagt, da dachte ich, ich komme nicht mehr raus. Zum Glück gab es dann Menschen, die seinen Weg gekreuzt haben, trotz alledem, die ihm dann geholfen haben, das Leben von sich wieder, also besser werden zu lassen. Und das beschreibt diese Dokumentation unbeschreiblich gut, sehr eindringlich. Man fühlt direkt mit, man, selbst wenn man jetzt nicht Fan ist von Ernst Tannerwald oder sagt, kenne ich gar nicht weiter, ja. Gut, ich kenne ihn jetzt auch nicht weiter, ich kenne ihn aus verschiedenen Filmen von früher, weil ich ja früher immer so alte Filme auch schon geschaut habe. Aber so an sich, so Ernst Tannerwald, ja, habe ich mal gehört, aber mehr ist nicht gewesen bei mir, ja. Naja, also ich möchte sagen, selbst wenn es so abläuft wie bei mir, kenne ich jetzt nicht so weiter, ja, aber ja, schon mal gehört, ist es trotzdem eine sehr intensive Dokumentation, die wirklich ein als Mensch, also man hat ja Gefühle und man kann ja empathisch auch sein, sagt man das so, also man kann ja sehr mitfühlend jedenfalls sein und man hat ja auch Verstand und denkt so, da zähle ich jetzt mal eins und eins zusammen, ist klar, ja, wie das alles gekommen sein kann und naja, hat mich sehr mitgenommen, also man, selbst dann, also ist diese Dokumentation unheimlich gut gelungen, also ist aus der Reihe Lebenslinien vom Bayerischen Rundfunk da irgendwie und heißt halt, wie ich gesagt habe, ja, wie auch im Titel steht, wie heißt denn, ja, Ernst Tannerwald, krasser als jeder Film, ja, und daher, weil mich das so gepackt hat, diese Dokumentation, und weil mir das so ans Herz ging auch, was dieser Mann schon als seit Kindheit an, seit Geburt an quasi erdulden musste und durch so viele Martyrien da auch gegangen ist, also gehen musste, zwangsläufig, unfreiwillig und sich ja als Kind nicht wirklich davon befreien konnte, ja, eigenständig. Er hat mich so mitgenommen, dass ich gedacht habe, oh Mann, das wäre mal wirklich eine tolle Dokumentations-Review-Tipp oder ein guter Doku-Tipp von mir an euch, meine Lieben da draußen, an den Bildschirmen, ja, wie man so sagt, wo ihr wirklich mal einen Einblick bekommt, wie auch das Schaffen von Ernst Tannerwald war. Denn wie gesagt, er wurde ja in Jugendjahren dann tatsächlich für den Film entdeckt. Aber das waren eben glückliche Umstände, die durch Menschen kamen, die sich in dieser Zeit, wo es Ernst Tannerwald wirklich ganz mies ihm ging als Kind und Teenager in dieser psychiatrischen Anstalt da, ja, sich um ihn dann bemüht haben. Lasst euch da mal überraschen. Also hat mitunter, also ist sehr krass die Story. Man sieht auch tolle Bilder von ihm als Kind in dieser Dokumentation. Also wirklich so, naja, vielleicht wo er so wirklich so 3, 4 Jahre alt war. Man sieht auch die Schwester von, die eine Schwester von Ernst Tannerwald, die auch zu Wort kommt dort. Und auch Freunde, Weggefährten, ja, Wegbegleiter, die wirklich auch
wirklich sympathisch sind, da wo man dann gesagt hat, okay, also wenn du solche Freunde dann hast, die dir dann wirklich aus dieser Misere helfen, dann kann das Leben da doch vielleicht noch ganz gut werden, ja. Und wie gesagt, möchte jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, ja. Möchte euch diesen Tipp einfach mal mit auf den Weg geben. Jetzt hier würde ich jetzt keine Punktzahl geben. Ihr wisst ja, wenn ich reviewe, mache ich mal 1 bis 5, ja. Aber das ist ja eine andere Sache, ja. Das ist ja jetzt wirklich kein Film, der inszeniert war. Also kann ich da auch jetzt nicht sagen, oh, das ist deshalb gut oder sowieso gut. Also nein, es ist ja wirklich ein Lebensweg, eine Biografie tatsächlich, die wirklich erzählt wurde. Ja, fast wie eine Reportage, so ein bisschen, aber nicht wirklich, ja, es ist ja eine Dokumentation. Aber da kann man jetzt nicht sagen, ja, also dieses Leben gefällt mir nicht, dieses Leben gefällt mir doch, ach naja, also was interessiert mich nicht, ja, da kann ich nicht sagen, 1 bis 5, ja. Wenn man natürlich davon ausgeht, was er erlebt hat, dann sagt man, naja, so schrecklich, dass man gar nicht sagen könnte, wie schrecklich, ja, von der Gradzahl an, ja, so. Aber wie gesagt, bei Dokumentation sehe ich davon generell ab. Ihr wisst ja, manchmal vergesse ich es auch bei Filmen, ja, irgendwie eine Punktzahl zu geben, tut mir dann immer leid, aber jetzt hier bei Dokumentation sehe ich generell davon ab, weil da soll man ja auch ganz unvoreingenommen reingehen können und einfach mal das wirken lassen auf sich, was so in manchen Schauspielerleben passiert ist und so, ja. Menschenleben, das sind ja auch nur Menschen, meine Lieben. Dann darf man nicht vergessen, eben, dass ihr nur den Beruf des Schauspielers gewählt habt. Ist ja eine andere Sache. Aber wie gesagt, ich kann euch trotzdem, so viel kann ich sagen, diese, ja, Dokumentation sehr ans Herz legen, wenn euch mal so interessiert, wie manche Schauspieler tatsächlich gelebt haben und wie man aus sehr schwierigen Situationen noch einiges Gutes doch noch vielleicht rausholen kann. Mithilfe von Freunden und Kumpels und so. Ja. Naja, also ihr wisst, wenn ich hier was euch empfehle, dann hat dazu seinen Grund. Ja. Also wirklich eine sehr interessante Doku. Von daher schaut wirklich gerne mal rein. Ja. Ich habe jetzt unten auch mal ein Foto rein verlinkt, weil ging jetzt hier nicht, konnte jetzt hier in diesem Video leider kein Foto von Hannah Wald, Ernst Hannah Wald verwenden, rechtlich gesehen, ja, ist klar. Ja. Habe den Film ja gestern erst gesehen, konnte mich also jetzt nicht um ein Foto noch bemühen, ist ja so kurzfristig gewesen und macht ja auch nichts, ja, meine Lieben. Ihr seht ihn ja in der Dokumentation ausgiebig, auch in jungen Jahren, da sind auch dann Mitschnitte aus Filmen ein bisschen so, wie er auch so im Wandel der Jahrzehnte, der sich dann verändert hat, äußerlich. Vom Ausschauen und sehr, sehr interessant, ja. Auf jeden Fall verlinke ich jetzt den Link zur Doku. Leute, das ist ja echt ein Ding, ja. Diese Dokumentation, habt dann erstmal geschaut, wie lange die in dieser Mediathek da zugänglich für euch ist. Weil ihr glaubt ihr nicht, bis zum 21. März, haltet euch fest, 2028. Also man kann so sagen, wenn ich jetzt alles so Pi mal Daumen richtig rechne, 2¾ Jahre, ja, 2¾ Jahre circa noch in der Mediathek da drin. Also ihr habt Zeit, ihr könnt euch da wirklich, wenn ihr die Muße habt und sagt, heute ist mir mal nach so einer Dokumentation, könnt ihr euch das Zeit lassen, findet den Link bei mir hier unten unter dem Video, in der Videobeschreibung. Schaut euch das bitte an, ja, wenn ihr mögt. Ja, für manche, die interessieren sich vielleicht gar nicht so für sowas, ich mich immer sehr und viele andere neben mir auch. Von daher kann man ja wirklich mal sagen, ja, man muss ja auch mal was anderes schauen, außer nur Filme. Ja, man muss ja auch mal die Hintergrundgeschichten von einigen Schauspielern oder Filmleuten generell auch mal wirklich sich mal so einverleiben, damit man mal auch die Person dahinter mal ein bisschen besser kennenlernt. Insofern sie einen damit in diese Reise der Lebensgeschichte mitnimmt. Ja? Und dieser hat mich jetzt wirklich sehr gefesselt, deswegen heute die Empfehlung, mein Doku, cooles Doku-Tipp, ja. Ernst Hannah Wald, krasser als jeder Film. Ja. Geht wirklich so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Sehr informativ, sehr lebensnah, finde ich toll. Ja. Also von daher, meine Lieben, das war's für heute. Ja. Ich dachte, es wird ein bisschen kürzer, aber ich kann mich immer nicht kurz halten. Es tut mir leid, ja, halbe Stunde.
musste jetzt sein, aber ein bisschen wird noch gekürzt, macht glaube ich dann noch ein paar S und so weg oder irgendwie was, ja. Okay, meine Lieben, das war es heute von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr vielleicht, auch wenn ihr den Tipp gut fandet oder findet, ja, mal ein schönes Däumchen hoch, ja, dann weiß ich, dass euch so eine, dass euch dieses Genre, das ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen öfter mal mache, immer mal so, wenn ich eine tolle Doku finde, gerne mit ins Programm nehmen möchte. Und ihr würdet mir natürlich mit einem Like zeigen, ob dieses Format euch gefällt. Cooles Doku-Tipp, ja, statt cooles Film-Review, ja, oder Film-Tipp. So, cooles Doku-Tipp geht für heute zu Ende. Halbe Stunde ist laufen, ja, und ich wünsche euch wie immer, erstmal heute haben wir Freitag, meine Lieben, wunderschönes Wochenende, ja, genießt es. Es ist ja so schön trüb hier in Berlin bei mir, ja. Ich liebe das ja. Schön kuschelig machen, ja, und schön hier, ja, was Schönes futtern, ja, futtert auch was Schönes, irgendwie eine schöne Decke rummachen, schöne Teechen vielleicht wieder bei, ja, oder auch, was ihr mögt, ja, schön was, wie gesagt, futtern, irgendwie Chips und Käseplatte, also macht euch schön, meine Lieben, genießt das Wochenende, seid immer lieb und gut zueinander, ja, und habt euch lieb, ja, ich habe euch übrigens auch alle lieb, und dann sage ich bis jetzt erstmal, schönen Samstag, schönen Sonntag. Vielleicht hört man sich am Wochenende nochmal, ja. Vielleicht, ja. Man soll ja niemals sehen sagen. So, meine Lieben, jetzt aber Schluss. Ich finde mal den Absprung nicht für meine Abmoderation, aber jetzt sage ich wirklich, Salut, à bientôt, mes amis, eure Kulle. Tschüss, salut, salut.